Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live aus der Börse in Frankfurt. Letzter Handelstag in dieser Woche und einmal mehr ist die Kaufbereitschaft der Anleger durchaus überschaubar. Das konnten wir zumindest zum Auftakt in diesen heutigen Handelstag hier sagen. Denn da tendierte der deutsche Leitindex erst einmal ohne viel Schwung im Rahmen und rund um die 15.600 Punkte Marke. Von Seiten der Experten hieß es, Dynamik sieht anders aus. Pessimisten und Optimisten, sie halten sich hier auf sehr hohem Niveau die Waage, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten zuletzt 5 Gewinnwochen in Folge, am Montag noch neue Allzeithöchststände und seitdem hat man so ein bisschen gewartet eben auf die EZB, auf US-Inflationsdaten, die gab es dann auch gestern, aber auch die haben letztlich keine Richtungsentscheidung hier für den Gesamtmarkt gegeben und somit eben erst einmal ein bisschen verschlafener Auftakt in den heutigen Handelstag, aber zum Nachmittag hat der deutsche Leitindex dann angezogen und im Tageshoch lag er sogar schon mal nur noch 3 Punkte unter der 15.700-Punkte-Marke. Aktuell sind wir bei 15.676 Zählern, ein Plus immerhin von 0,7%. Wir werfen einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da sehen wir heute an Platz 1 das Papier von CureVac, gefolgt von Windeln.de, der Deutschen Bank, Siemens Energy und AMC Entertainment. Und wir werfen einen Blick auf die Deutsche Bank. Europaweit ist der Bankensektor an diesem Freitag unter Druck geraten. Die Deutsche Bank-Aktie, sie nähert sich jetzt wieder der 50-Tage-Linie. Und Grund dafür sind eben unter anderem die Aussagen der EZB vom Vortag. Denn die jüngsten geldpolitischen Signale der EZB und die Reaktion am Kapitalmarkt gaben den Zinshoffnungen der Anleger einen Dämpfer. Aktuell gäbe es kaum noch Furcht vor steigender Inflation und damit steigenden Zinsen, heißt es hier am Markt. Und genau diese Sorge, diese Furcht, die bedeuteten aber eben Ertragsfantasie für Finanzwerte, also steigende Zinsen für den Finanzsektor positiv und somit gaben sie ihnen zwischenzeitlich kräftig Auftrieb. Nun der Blick auf die meist verkauften Werte beim Online-Broker Flatex, auch da an Platz 1 das Papier von CureVac, gefolgt von Windeln.de, Eichstron, TUI und AMC Entertainment. Und wir werfen einen Blick auf CureVac. Verkaufsinteresse gab es bei den Aktien von CureVac an diesem Freitag, denn nach einem negativen Medienbericht ging es heute deutlich abwärts für das Tübinger Unternehmen. Die Aktie fällt auf das Niveau von Mitte Mai zurück. Angesichts der jüngsten Probleme im Zulassungsprozess für das Corona-Vakzin von CureVac plant nämlich nun der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn offenbar den Impfstoff nicht mehr für die laufende Impfkampagne mit ein, heißt es. Ein weiterer Wert, auf den wir schauen, ist TUI. Und dann sind wir beim Thema EM, mehr oder minder. Heute fängt der Ball an zu rollen. Und jetzt ein weiterer, wenn auch kleiner Lichtblick im Hause TUI. Denn der Fußballweltverband FIFA und der Reiseveranstalter TUI Cruises haben ihren juristischen Streit über TV-Rechte auf Kreuzfahrtschiffen nach knapp einem Jahr beigelegt. Da hatte man eben unter anderem die WM 2018 und die Frauen-WM 2019 auf Kreuzschiffen in internationalen Gewässern empfangen und genutzt. Und darüber ist dann dieser Streit entstanden. Jetzt hat man sich geeinigt über die Urheberrechte und der Reiseveranstalter hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, das FIFA-Basissignal künftig nur zu nutzen, wenn er zuvor eine Lizenz von der FIFA oder ihrem offiziellen Lizenzpartner für die Inship-Rechte erworben hat. So viel von mir und hier. Ich wünsche ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.